Herzlich willkommen auf meiner Homepage. Immer wieder erreichen mich Fragen zu meiner Arbeit im Deutschen Bundestag. Heute möchte ich Ihnen einige zum Thema Wahlrecht beantworten. Im Jahre 2005 kam es in Dresden zu Nachwahlen. Dabei stellte sich heraus, dass es für eine Partei schädlich sein kann, wenn sie mehr Zweitstimmen bekommt. Dieses Phänomen nennt man das negative Stimmgewicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat uns die Aufgabe gegeben, dieses zu beseitigen. CDU, CSU und FDP haben deshalb einen Vorschlag eingebracht, wie das negative Stimmgewicht beseitigt werden kann. Wir sind der Auffassung, unser Wahlrecht hat sich bewährt. Es ist wie mit der Grammatik einer Sprache. Man hat sich daran gewöhnt, man kennt sich darin aus und man weiß sich dieser Sprache zu bedienen. Deshalb war meine Auffassung, das Wahlrecht soll nicht grundlegend geändert werden. Lediglich das Problem negatives Stimmgewicht muss beseitigt werden, weil es dem Gerechtigkeitsgefühl jedes Wählers widerspricht. Genau das haben wir getan. Wir haben die einzelnen Länder zu einzelnen Wahlgebieten gemacht, berücksichtigen hohe Wahlbeteiligung für mehr Mandate und sorgen dafür, dass alle abgegebenen Stimmen auch tatsächlich zur Geltung kommen. SPD und Grüne haben nun das neue Wahlrecht in Karlsruhe beklagt. Ihr politisches Ziel ist es, die Überhangmandate zu beseitigen. Das ist ein legitimes Anliegen, war aber nicht Regelungsauftrag des Gerichts. Ich bin der Auffassung, wir sollten eher den Konsens suchen zwischen den beteiligten Parteien und uns darauf einigen, ein Wahlrecht zu finden, hinter dem alle stehen können. Diskussionen mit der Opposition haben gezeigt, dass auch sie das bestehende Wahlrecht prinzipiell befürwortet. Alle ihre Vorschläge haben ebenfalls keinen radikalen Wechsel im Wahlrecht vorgesehen, sondern auch sie wollen das bestehende, bewährte Wahlrecht erhalten. Statt in Karlsruhe zu klagen, hätte man meiner Meinung nach lieber den parteipolitischen Konsens suchen sollen. Das ist nicht gelungen und ich bedauere das. Manche Themen sind wichtig, werden aber in der Öffentlichkeit kaum beachtet. Das ist etwa beim subjektiven Wahlrechtsschutz der Fall oder bei der Zulassung von Parteien. Es kann doch nicht sein, dass ein Wähler, der nicht wählen durfte, dagegen keinen gerichtlichen Rechtsschutz hat. Es kann auch nicht sein, dass eine Partei, die zur Wahl nicht zugelassen worden ist, dagegen vor Gericht nicht vorgehen kann. Das hat etwas von Willkür und nicht von Rechtsstaat. Auf meine Initiative haben sich Vertreter der Fraktionen Grüne, SPD, CDU, CSU und eben FDP zusammengesetzt, um daran etwas zu ändern. Über die Fraktionsgrenzen hinweg ist es mir gelungen, einen Konsens herzustellen. Und ich finde es gut, dass in Zukunft sowohl der Einzelne ein Rechtsmittel hat, als auch eine nicht zugelassene Partei. Beide können vor das Bundesverfassungsgericht gehen und ihr Recht einklagen. Das ist ein Erfolg parlamentarischer Arbeit und macht mich irgendwie auch ein bisschen stolz.